Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu Kühen, wilden Kühen, gefleckten wilden Kühen mit Äxten und Schilden und Hörnern, die sich regenerieren, Panzer brechen und Schaden machen, eine hohe Führerschaft haben und Blutgier, 60 Nahkampfabwehr. Oh Mann. Zu einer weiteren Total Warhammer 2 Schlacht von mir gespielt mit den Tiermenschen gegen eine Armee der Vampirfürsten. Und generell sagt man so, Tiermenschen gegen Vampirfürsten haben etwas Probleme, weil die Vampirfürsten nicht flüchten können, was dazu führt, dass die Tiermenschen irgendwann mal fliehen, die normalerweise darauf aus sind, die Gegner so schnell wie möglich zu brechen. Aber ich dachte mir, was soll's? Wir spielen trotzdem mal diese Armee. Meine Armee gegen die Vampirfürsten besteht aus Bestigors. 1, 2, 3 mal in der Frontlinie und hier dazwischen, weil das Geld ausgegangen ist, noch ein paar Gorherden mit Schilden gemischt. Im Hintergrund sind die Schlechter von Kalkengrad platziert. Warum? Sie regenerieren sich und sie sind einfach lächerlich gut gegen Infanterie. Oh Mann, ich bin der Meinung, die sind zu günstig für das, was sie können. Die müssen ein bisschen hochgesetzt werden. Dann sind noch Minotauren mit zwei Handwaffen dabei. Die sind leider nicht ganz so quick wie die Schlechter von Kalkengrad. Dafür haben sie einen Bonus gegen Groß. Im Hintergrund noch zweimal Ungor Plünderer und als General der kompetitive Morgue der Schattengeborene sowie ein Bestienschamane, der den Gegner debuffen soll mit Anorias Fluch und dem Schmaus der Krähen. Außerdem ist hier vorne noch das Auge des Morslieb der Zygor mit dabei. Guckt ihn euch an, sieht er nicht klasse aus und sein Steinchen ist irgendwie viel heller als das von den normalen Zygors. Und gleich wirft er. Er hat die Fähigkeit, mit Warpblick den Gegner für 12 Sekunden festzuhalten. Das ist leider nicht sehr viel, aber besser als nix. Und kartenweit erhöht die Chance auf Kontrollverlust, was den Vampirfürsten etwas Probleme bereiten kann, wenn sie anfangen, Overcast-Zaubersprüche zu verursachen. Unser Gegner hat hier Manfred von Karstein dabei, also viel Magie. Er hat Seelenraub dabei, Anrufung von der Heck und Todbeschwören, sowie den ganzen anderen Kram. Und eine Frontlinie ist dabei aus Zombies. Mittlerweile bin ich ein großer Freund von Zombies. Früher dachte ich, die sind absolut nutzlos, aber die können so viele Hitpoints und Schaden absorbieren, das ist einfach eine wahre Freude für das, was sie kosten. Und der erste Stein, bäm, hat voll die Mortis Engine getroffen. Den Mortis Schrein, das wollte ich doch, glaube ich, gar nicht treffen. Oh, aber auch ein paar von den Steuermännern sind beschädigt worden. Leider regenerieren sie sich die ganze Zeit. Unser Gegner hat abgesehen von den Zombies eine Reihe von Verfluchten mitgebracht. Sowie Verfluchte mit Zweihandwaffen, die Steuermänner. Noch mehr Verfluchte mit Zweihandwaffen, Gruftschrecken und Skelettkrieger auf der rechten und linken Flanke. Sowie Gespenster und den Morseschrein, wie wir ihn vorher gesehen haben. Also eine Armee, die sicherlich in der Lage ist, mir Probleme zu bereiten mit den gepanzerten Bestigors. Zwei Gruftschrecken, ich bin gespannt, ob die effektiv sein werden. Regenerieren sich auch zusammen in Kombination mit der Klaue des Nagash, die auch seitdem noch bei der Regeneration hilft. Überleben sie vielleicht sogar eine ganze Weile. Und der nächste Stein fliegt, den gucken wir uns hier in Zeitlupe an. Wer ist hier der Geist? Huh? Wer ist der Geist? Das frage ich euch. Die Antwort lautet, diese Dinger da, das sind die Geister. Und alle gucken zu. Die Zombies denken sich, was kommt da angeflogen? Ist das ein Freund? Ist das ein Vogel? Oder ist es ein Stein, der uns auf den Kopf fliegt? Nein, sie denken sich nichts, denn sie wollen nur Gehirne. Episch. Und bam. Okay, aber genug davon. Wir beginnen diese Schlacht jetzt endlich mal richtig. Ihr geht lang genug. Steuermänner haben ein bisschen Schaden genommen, das ist also nicht übel. Und solange sie nicht mit der Invocation von auf eine Heck geheilt werden, bleiben die Toten auch tot. Der Treffer ist auch nicht reingehauen. Unser Gegner fängt an, uns mit Manfred von Karstein ein bisschen zu harassen. Das kann er gut. Und es wundert mich, wie schnell ich jetzt zweimal hintereinander Zombies spawnen kann. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Und damit bindet er schon mal die Ungor Plünderer. Die Schlechter von Kalkengrad hacken fröhlich frisch auf die Zombies ein. Und ja, der Zygor, er wirft jetzt einfach mal weiter. Und den ging leider daneben. Aber der Schuss vorher hat gut getroffen. 63
sind nur noch übrig von diesem sehr, sehr wertvollen Regiment. Und er bringt meine ganze Formation mit seinen Zombies durcheinander. Der hat auch wieder schön getroffen. Ich bin wirklich der Meinung, dass das sicherlich... das haben wir jetzt gerade nicht gesehen. Aber er hat außerdem jetzt gerade einen Drachenart in die Bestigors gewirkt. Das hat schon sehr, sehr, sehr viel mehr Schaden gemacht als die doofen Zombies. Und deswegen sind die Bestigors auch kurz davor zu fliehen. Ich hoffe, wir können das gerade noch verhindern. Ja, Morgul, der Schattengeborene, kommt, um ihre Moral zu buffen. Aber außerdem noch einen Ruf der Gewalt, damit sie nicht fliehen. Und das hat ganz gut funktioniert. Also da habe ich dann gemerkt, ich sollte vielleicht doch ein bisschen mehr aufpassen, was mein Gegner hier mit seinem Drachen macht, damit ich nicht nochmal einen Drachenatem abbekomme. Aber ansonsten, ja, denke ich mal, bam, nochmal ein paar Steuermänner erledigt. Macht er eigentlich magischen Schaden mit seinen Fernkampfangriffen? Ja, macht er. Hätte ich fast auf die Geister werfen sollen, das wäre noch besser gewesen, weil wir mit denen sonst im Nahkampf Probleme kriegen. Auch fiese Sache, diese Chaosbruten von Morgul, dem Schattengeborenen, werden automatisch gespawnt. Und deswegen sind wir jetzt einfach hier im Kampf aus dem Nichts gekommen, um gegen die Zombies zu kämpfen. Sehr, sehr ärgerlich. Ich persönlich bin der Meinung, schön, da wieder ein Treffer. Bin der Meinung, das lohnt sich nicht wirklich, diese Zombies einfach hier in und die Truppen rein zu spawnen, um da Schaden zu machen, weil... hier bin ich zum Glück dem Drachenatem ausgewichen, so hat er seine eigenen Zombies getroffen. Und bam, jetzt habe ich mein Ziel auf die Verfluchten gewechselt. Jetzt im Nachhinein sehe ich, ich hätte auf die Geister werfen müssen. Das wäre klüger gewesen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen hat er sehr viel Magie hier verbraten. Finde ich wirklich viel, was er dadurch gewonnen hat. Und der Kampf beginnt. Die Bestigors schlachten sich durch die Zombies. Die Mortis Engine wird uns Ärger machen und ist ein Fokus für unsere Fernkämpfer. Bam. Leider nicht getroffen. Zombies sind weg und die Mortis Engine wird jetzt in Stücke gerissen. Mit Unterstützung der Minotaure mit zwei Waffen, die gleich kommen werden. Und da kommen die Gruftschrecken. Ziehen uns ordentlich auseinander. Doch der Flug von Andra her schützt uns. Minus 26 Nahkampfangriff zieht so ziemlich alle Einheiten, die unser Gegner hat, was ihren Nahkampfangriff geht, auf 0 runter. Und dadurch können wir die Linie auf jeden Fall eine ganze Weile halten. Das ist schon mal gut. Wo diese Verfluchten gerade nicht darunter leiden, die sind nur vergiftet. Aber unser Auge des Morsli wirft fröhlich weiter 77 Kills und das waren alles Verfluchte. Insofern, das hat sich gut gelohnt. Und glücklicherweise sind die Vampirfürsten auch eine sehr langsame Fraktion, wenn sie keine Kavallerie mitbringen. Deswegen kommt er gerade nur sehr langsam an unsere Ungor-Plünderer ran, die gerade die Mortis-Engine, den Mortis-Schrein fixieren. Was haben wir hier? Schmaus der Krähen kommt auch noch gut. Wieder ein sehr, sehr beschädigender Drachenatem. Ich glaube, das war jetzt Nummer 3. Damit hat er alle die aufgebraucht. Oh, schöner Schmaus der Krähen. 1, 2, 3, 4. Ja, 3, 4 Einheiten. 5 Einheiten getroffen. Das war ganz gut. Und der Morseschrein segnet gleich das Zeitliche. Und wie sieht es hier aus? Hier halten die Minotauren zusammen mit den Gorherden. Morgul, dem Schattengeborenen, die Linie. Und das machen sie gut. Und auf der anderen Seite wird die Linie auch gehalten. Hier sind sogar die Schlechter von Kaltengrad. 86 Kills bereits, 28 Kills hier. Und die Chaosbruten kommen von hinten, um den Gruftschrecken und den ganzen Verfluchten Ärger zu machen. Also da kann man wirklich von Glück reden, dass die Vampirfürsten hier nicht ihre zahlenmäßige Überlegenheit bisher zu sehr ausspielen konnten. Obwohl jetzt hier durch die Flucht eines Bestigor-Regiments, das nach hier hinten geflohen ist, eine Seite der Front aufgebrochen ist und was meine sehr wertvollen Fernkämpfer jeden Moment bedrohen wird. Nur noch ein, zwei Schüsse und die Mortis Engine, der Mortis-Schrein wäre kaputt, aber momentan lebt er noch und wird geheilt. Wir sehen allerdings auch, Manfred von Karstein hat jetzt gerade durch seinen Overcast sich selbst Schaden zugefügt. Da er allerdings auf einem Drachen rumläuft, macht ihm das nicht ganz so viel aus. Ja, die Minotauren mit zwei Waffen habe ich irgendwie rausgeschickt und irgendjemand den Rücken zugedreht. Ach ja, sieht so aus, als wollte ich hier in diesem Kampf möglichst schnell ein Ende reinbringen. Und der Mortis-Schrein hat fast wieder volle Lebensenergie. Naja, was heißt denn nicht wirklich voll, aber er hat sich auf jeden Fall gut regeneriert. Genau wie Manfred von Karstein selbst.
Im Nachhinein muss ich sagen, wäre es vielleicht gut gewesen, zuerst die Gruftstrecken auszuschalten. Naja, und meine Linie bricht. Meine Linie bricht zusammen. Ein bisschen zu spät den Ruf der Gewalt gecastet, denn die Truppen fliehen schon, weil immer noch mehr Zombies kommen. Es ist wirklich beeindruckend, wie viele Zombies die Vampirfürsten beschwören können. Bestigors haben hier Skelettspeerträger aufgefangen. Zombies kommen durch, beziehungsweise halten die anderen Bestigors auf, sodass die Verfluchten jetzt die Ungurplünderer im Nahkampf abgefangen haben. Sind allerdings im Defensiv, im Wachmodus drin, deswegen schießen sie immer noch ein bisschen weiter und bäm, fast hätte das Auge des Mosley manche von Karstein. Boah, ist das Ding laut. Einen Stein an den Kopf geworfen. Ich glaube, die Mortis Engine machen wir jetzt wirklich gleich kaputt. Und die rechte Flanke hier wird es von den Vampirfürsten nicht mehr lange machen, die Mortis Engine. Die Mortis Engine geht down. Sie hat sogar eine halbwegs ordentliche Todesanimation im Vergleich zu allen möglichen anderen großen Geräten. Ab und zu habe ich mal den Warp-Blick auf Manfred von Karstein gecastet, aber es hat nicht gereicht, um ihn wirklich auszuschalten, und jetzt sind die gerade irgendwie in den Nahkampf gelaufen. Warum auch immer, aber Manfred von Karstein hat schon wieder einen Overcast gemacht, wieder an sich selbst Schaden verursacht. Und er läuft weiter weg und langsam gibt es hier Probleme. Die Bestigor-Herden sind auf der Flucht. Leider haben sie keine Immunität gegen Psychologie wie Schwarzorks. Dabei sind sie noch ziemlich gesund, aber so ein bisschen reicht eben schon, wenn sie auf Führerschaft 16 kommen, dass sie anfangen zu fliehen. Glücklicherweise haben wir hier den Rest der Vampirfürsten verflucht und Skelettspeerträger unter Kontrolle mit den Schlechtern von Kalgengrad. Mittlerweile bei 150 Kills. Ach du Schande. Der Rest sieht allerdings nicht gut aus. Ihr seht, die Frontlinie ist mittlerweile gebrochen. Wir waren nicht in der Lage, diesen Vampirfürstenansturm standzuhalten. Die meisten Einheiten sind auf dem Weg weg. Das Regiment ist so halbwegs in Ordnung, das hier auch. Aber sobald der Drache dort irgendwo angreift, werden die auch flüchten. Und mein sehr, sehr wertvoller Bestienschamane, der unsere Gegner noch hätte weiter beschädigen können mit dem, wie heißt es nochmal, mit Schmaus der Krien sowie Debuff mit dem Fluch von anderer her, wird durch die Steuermänner verfolgt. Wenigstens hat er die Steuermänner geschickt, um ihn zu verfolgen. Das ist nämlich ihr bestes Regiment, was viel schneller kurzen Prozess mit meiner Infanterie gemacht hätte. Wenn er jetzt einfach irgendwie Skelettspeerträger hinterhergeschickt wäre, wäre das jetzt in dieser Situation noch viel schlechter für mich. Aber wir haben noch die Schlechte von Kalkengrad. Morgen der Schattengeborene lebt auch noch. Und die Kühe rollen. Gold rein, Kühe. Oh ja. Bam. Habe ich schon mal gesagt, dass Total War einfach klasse aussieht? Das ist einfach klasse. Das sieht aus, als kommen noch mehr Zombies. Und da kommen noch mehr Zombies. Mann, die Schlechter von Kalkengrad nutzen die Gelegenheit, alles nutzt die Gelegenheit, dass Manfred von Karstein gerade gelandet ist, um ihm den Gar auszumachen, aber er ist auf einem Drachen und entkommt. Wenigstens hat er sein Regenerationsmaximum erlitten. Was ist hier momentan der Fall? Riesige Masse Vampirfürsten mit noch halbwegs ordentlichen Verfluchten, Gespenstern, die noch gute Lebensenergie haben. Und hier hinten sind gleich ein paar Minotauren wohl auf der Flucht vor ein paar mickrigen Skelett-Speerträgern. Wie peinlich. Wie peinlich. Die werden nicht mehr zurückkommen. Sehr schade. Und es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus für die Peer-Menschen. Sie werden überrannt. Wobei auch die Vampirfürsten gerade immer mehr Verluste hinnehmen müssen. Dadurch, dass sie langsam aber sicher zerfallen. Und glücklicherweise kann auch Morgul der Schattengeborene sich regenerieren. Genauso wie die Schlechter von Kalkengrad. Was dazu führt, dass sie einfach extrem lange halten. Und Magieangriffe von unserem Psygor, die sind auch noch gut. Das ist einfach nur ein riesiges Gemetzel. Hier der Mann von Karstein-Drache räumt ein paar Ungor-Plünderer gerade auf. Glücklicherweise sind die, wenn kein Gegner in der Nähe ist, versteckt. Aber die werden nicht mehr zurückkommen. Was allerdings, ich meine, ist auch nicht so schlecht ist. Dafür können im Hauptkampf
können die im Hauptkampf dieser Einheit nicht mehr vom Moralbonus des Generals profitieren und fangen an, so langsam aber sicher zu zerfallen. Ihr seht hier diese roten Rauchschwaden, das ist immer das Zeichen dafür, dass eine Einheit sich auflöst. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ziehen wir mal unsere Truppen zurück. Hierhin, dahin, dahin, schauen wir, dass sie uns sich sammeln, um dafür zu sorgen, dass die gegnerischen Einheiten, die sowieso schon in kritischem Zustand sind, anfangen sich ein bisschen zu zersetzen, wie zum Beispiel diese Gruftschrecken, die gerade zerfallen. Oh, die kämpfen gegen einen, der Schlechter von Kalkengrad. Oh, der Schlechter von Kalkengrad ist tot. Offensichtlich haben sie gewonnen. Nun, ohne diese Situation war es ja ganz okay, dass sie hier die Gespenster alleine hingeschickt hat. So toll war es jetzt allerdings auch nicht, da die Bestigos schon wieder fliehen. Aber Morgul ist Schattengeboren, hat wenig Panzerung. Interessiert es nicht, dass die Geister Panzer durchdringenden Schaden haben und tankt den ganzen Damage. Jetzt werden sie von hinten angegriffen. Hoffentlich sind sie gleich im Eimer. Geheilt werden können sie auch nicht mehr, da sie ihr Maximum erreicht werden. Wo ist der Drache? Wo ist der Drache? Der Drache mit Manfred von Karstein verfolgt unseren Bestienschamanen. Und es sieht aus, als wäre es sein Ende gewesen. Die Schlechter von Kalkengrad haben versucht, ihn zu retten. Aber es war hoffnungslos. Ein weiterer Held gestorben. Und weitere Bestigos auf der Flucht. Die Vampirfürsten unaufhaltsam auf dem Weg, um uns zu vernichten. Die Spenster haben allerdings so niedrige Moral, dass sie immer mal wieder anfangen, ein bisschen zu zerfallen. Aber die Bestigos werden sie wohl vom Schlachtfeld jagen. Und es ist noch ein sehr, sehr gesundes Steuermännerregiment hier vorhanden. Ganz, ganz ärgerlich. Also, was ist der Plan? Irgendwie muss ich den Schaden an den Gegnern maximieren, ihre Moral runterziehen. Wie kann ich das machen? Ich habe Morgul den Schattengeborenen in den Nahkampf geschickt, damit der Gegner hier um diese Einheit stehen bleibt, um dann mit dem Auge des Morslieb in den entstehenden Blob zu werfen. Bam! Das waren 19 Kills mit einem Wurf. Das war eine super Sache. Ich hoffe, er kann das nochmal wiederholen. Jetzt ist Manfred von Karstein auch noch festgehalten worden. Wird gerade von den super Schlechtern von Kalkengrad gerade erledigt. Und nächster Wurf. Bam! 199 Kills. Och du Schande. Mal sehen, wie viel er als nächstes bekommt. Ruf der Gewalt. Versucht die Truppen so lange wie möglich am Leben zu halten. Manfred von Karstein muss abhauen. Und sonst ist er jeden Moment tot und muss für die Vampirfürsten ein Rennen. Ein Rennen mit der Zeit. Bam! 209, mit jedem seiner Würfe macht er mindestens 10 Einheiten kaputt. Und jetzt, zu diesem Zeitpunkt, ist das wirklich, wirklich ziemlich gefährlich. Und alle diese Einheiten beginnen auseinanderzufallen. Aber jetzt kommen die Steuermänner. Und Morgul, der Schattengeborene, wirft sich ihnen heldenhaft, ohne Rücksicht auf seine eigene Gesundheit, entgegen. Aber das wundert auch niemanden, denn er ist eine Geburt des Chaos. Die Schlechter von Kalkengrad und der Rest der Infanterie läuft weg, damit unser Zügor weitere Würfe in diese Einheiten durchführen kann. Und es hat auch geschafft, 213 Kills. Der Vampir-Fürstenspieler hat sofort erkannt, oder mittlerweile erkannt, dass dieser Zügor weg muss. Greift ihn an, aber glücklicherweise ist der Zügor jetzt keine Einheit, die einfach umgeschützt werden kann mit 47 Nahkampfangriff. Und sobald die coole Unterstützung da ist, ist Manfred von Karstein auf einmal derjenige, der Mu macht. Aber er ist ein Drache und Drachen können immer fliehen. Was total doof ist. Was total doof ist. Was nicht total doof ist, jedenfalls hier für die Tiermenschen, ist, dass Morgul der Schattengeborene einfach unglaublich stark ist im Nahkampf. Der durch seine Regeneration und vergleichsweise hohen Hitpoint-Pool von über 4000 Lebenspunkten hält er sich ewig. Regenerieren Hitpoint-Pool, das heißt, er kann gegnerische Infanterie und Kavallerie für eine Weile bindet und genau das ist es, was wir hier auch brauchen. Zeit! Zeit, dass die gegnerischen Einheiten zerfallen. Zeit, dass sich das Auge des Morslieb aus dem Nahkampf bewegen kann, um zu werfen. Das hat ordentlich wehgetan jetzt gerade von Manfred von Karstein. Bam! Hat er leider nicht getroffen. Und so ein Auge kann auch leider nicht wirklich viel, nicht sehr gut dreidimensional sehen, was jetzt ein bisschen ein Nachteil ist für so eine Artillerieeinheit. Jetzt kriegt Manfred von Karstein Probleme, aber natürlich entkommt er wieder. Natürlich entkommt er wieder, aber jetzt hat sich das Blatt so gefühlt etwas gewendet. Die Gespenster werden weggemut. Und Manfred von Karstein
fängt an, Angst zu bekommen. Das letzte Geisterregiment ist kaputt. Die Armee hat verloren. Malus wird getriggert. Manfred geht down. Und die Steuermänner hinterher. Und ein taktischer Rückzug war es, dass die Tiermenschen in dieser Runde gerettet hat. Danke an das Auge des Morslieb. Ich denke, ohne die Kombination durch die häufigen Overcast-Schaden, die Manfred von Karstein hier genommen hat, zusammen mit dem unglaublichen Schaden, den er am Anfang an den Steuermännern und Verfluchten gemacht hat und am Ende auch noch in den Blobs, wäre das nicht gegangen. Auch die Schlechter von Kalkengrad, wie immer unglaubliche Leistung. Nehmt ihr einfach immer mit. Es gibt so gut wie keine Situation, in der die nicht eine ausgezeichnete Einheit werden. GG an Son Son. Ich denke, wenn er zu Beginn des Spieles mit seiner Armee etwas weniger gebloppt hätte an ein, zwei Stellen, hätte er mich sicherlich überrennen können. Dadurch, dass manchmal immer drei Einheiten sich an einem Bestigor-Regiment aufgehalten haben, das hat seine konnte seine Überzahl nicht nutzen, nicht von hinten angreifen. Und das hat ihn hier mit großer Sicherheit das Spiel gekostet, sonst hätte er mich sicherlich problemlos überrannt. GG, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr ein schönes Replay habt, schickt's an explodinghamster1@hotmail.com. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.